Hallo Leute, mein Name ist Marc Weide, ich bin 28 Jahre alt und ich bin amtierender Weltmeister der Zauberkunst. Alex, Weltmeister der Zauber. Und in diesem Pokal habe ich letztes Jahr in Korea gewonnen, in der Sparte Parlor Magic. Und bisher gibt es nichts von der Nummer zu sehen. Es war streng geheim. Und jetzt, heute in diesem Video, werdet ihr exklusive Einblicke erhalten in diese Nummer, mit der ich letztes Jahr in Korea gewonnen habe. Also viel Spaß dabei. Okay, was bei dem Trick passiert? Ich packe einen Zaubertrick zum ersten Mal aus. Einen Zaubertrick, den ich gekauft habe. Da ist er drin. Und der Trick heißt das große Kartenwunder. Sie sind immer sehr bescheiden, diese Zauberhändler. Ich mag das. Und weil ich goldener Kunde bin, weil ich so viel Zeug bestelle, ja, habe ich sogar bei letzter Bestellung dieses Shirt dazu bekommen. Zieh mal eine Karte, das finden auch nur Zauberer lustig. Das ist so ein Zauber-Fun-Shirt. Ja. Okay, kurz gefasst, worum es in dem Trick geht, ist, ich trage dieses T-Shirt, zieh mal eine Karte. Und genau das passiert auch auf der Bühne. Also die Dame wählt eine Karte und genau diese Karte erscheint dann auf meinem T-Shirt im DIN A4 Format. Und alles, was dann mit der Spielkarte in meiner Hand passiert, passiert auch parallel auf dem T-Shirt. Wie so eine Parallelwelt quasi. Das heißt, wenn ich eine Ecke von der Karte abreiße, dann verschwindet die Ecke nicht nur an der Karte, sondern ebenfalls auch auf dem T-Shirt. Reißen Sie nun eine Ecke der Karte ab und lassen Sie diese verschwinden. Wie das geht, steht da nicht, ne? Kannst du bestätigen, dass sie wirklich fehlt, die Ecke, Angelika? Da habe ich mir echt die richtige ausgesucht, ne? Wir können auch gerne noch mal eine empirische Studie darüber schreiben. Was kommt als nächster Schritt dann? Das Gleiche passiert auch auf Ihrem Shirt. Also, und wenn ich die Karte in meiner Hand anzünde, dann, ihr könnt es euch denken, genau, dann qualmt auch das T-Shirt. Und zum Schluss, und das ist der Moment, wo alle immer am meisten drauf warten, ist natürlich die Restauration. Weil da gucken alle immer genau hin, ja, die Hälfte teilt sich auf, die einen gucken auf die Karte, die anderen aufs T-Shirt. Und dann passiert beides gleichzeitig, die Karte stellt sich in der Hand wieder her und das T-Shirt wird ebenfalls wieder ganz. Und das ist auch das große Finale der Nummer. Eins, zwei und drei. Und wenn nämlich die Karte hier komplett wieder ganz ist, ist sie wieder ebenfalls wieder komplett auf dem T-Shirt ganz. Und das ist Angelikas Applaus! Yes! Angelika! Angelika, großer Applaus für Angelika! Damit habe ich mir jetzt so ein bisschen in die Karten schauen lassen, denn eigentlich ist die Nummer nach wie vor top secret. Wenn ihr die ganze Nummer aber sehen möchtet, kommt gerne live vorbei. Da seht ihr die volle Nummer 10 Minuten lang und Zauberei ist etwas, was ihr live sehen müsst. Also, ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, bis bald, euer Marc Weide. Ach übrigens, und wenn ihr ein paar Insights sehen wollt, wie ich mich vorbereitet habe und wie verdammt nervös ich vor dem Auftritt war, dann klickt einfach hier, denn das ist der Teil aus Korea. Jetzt klicken. Seht ihr das Video?